ihr Lieben, hier ist Jacqueline. Heute geht es um das Thema Selbstliebe. Meiner Meinung nach ist es das wichtigste Thema überhaupt, denn ohne Selbstliebe wirst du im Leben nie wirklich glücklich sein. Selbstliebe bedeutet, dass du dich so wie du bist, hundertprozentig liebst, dass du hundertprozentig zu dir Ja sagen kannst. Ich glaube, das ist in manchen Situationen gar nicht so leicht, weil wir uns größtenteils immer an das Außen fixieren. Unsere Liebe zu uns selbst, unsere Bestätigung hängt vom Außen ab, bei den meisten von uns zumindest. Und deshalb sind wir immer auf der Suche nach Erfüllung, nach dem Ziel, um den Ziel und fühlen uns auch zeitweise glücklich. Aber dieses Glück ist nicht lang anhaltend, weil wir das Glück in uns selbst noch nicht gefunden haben. Und Selbstliebe ist der erste Schritt, um wahrhaftig glücklich zu sein. Viele von uns, oder ich sage jetzt mal die meisten, glauben, dass sie Selbstliebe nicht verdienen. Das wird uns meistens in der Kindheit abtrainiert. Ein Baby kommt auf die Welt mit dem Gedanken, ihm steht alles zu. Es ist offen, den meisten Babys wird alles gegeben, einfach so. Und dann kommt irgendwann mal der Punkt, wenn man ein bisschen älter ist, vielleicht mit 2 oder 3 Jahren, wo plötzlich es heißt auch mal, nein, und das bekommst du nicht, oder das bekommst du nur wenn, oder das ist jetzt nicht richtig für dich. Uns wird sozusagen vorgelebt, was richtig für uns sein soll. Vor allem eben Mutter und Vater werden ja als Gott und Göttin hingestellt und das Kind nimmt sozusagen das an und verleugnet so vielleicht die eigenen Gefühle. Das heißt, wenn es jetzt etwas möchte und es hat wirklich den Wunsch danach und ist ganz aufgeregt und glaubt jetzt eben, das ist Glück, das ist wichtig für einen. Und dann kommt die Mutter her und sagt eben, nee, das ist jetzt nicht gut für dich, weil ich finde, das brauchst du jetzt nicht, weil dann bekommt das Kind so ein Gefühl von, okay, ich habe aber gerade das Bedürfnis, ich glaube, das wird mich befriedigen, es wird mich glücklich machen, aber Mama sagt, das ist jetzt nicht gut für mich. Und da ist das erste Mal die Diskrepanz zwischen seinen eigenen Gefühlen und das, was die Mutter sagt, was von außen kommt. Und da man eben die Mutter oder den Vater als Kind größtenteils vergöttert, glaubt man natürlich, es ist richtig, was Mutter und Vater sagen. Und nimmt man das an und verleugnet somit die eigenen Gefühle. Und oftmals sind diese Bedingungen von Mutter und Vater auch an Liebe geknüpft. Also manchmal meinen es die Eltern gar nicht so, aber es kommt eben für das Kind, kommt es so rüber, als ob eben dieses nicht bekommen sozusagen oder das Nein von der Mutter teilweise eben einfach mit Liebesentzug einfach verbunden ist. Ich kenne das ja selbst von mir als Mutter, dass ich oftmals einfach total genervt bin, weil irgendwas nicht funktioniert und weil ich das jetzt so möchte oder weil meine Tochter jetzt einfach das und das und das und das und haben möchte und ich bin so genervt und sage dann einfach nein, das jetzt, möchte ich jetzt nicht und gut ist und drehe mich dann auch weg. Und man meint es in der Hinsicht nicht, gar nicht so. Aber für das Kind ist es okay, meine Mutter dreht sich weg, es ist jetzt ein Bezug, ein Liebesentzug. Und das Kind verknüpft das eben mit einem, es ist nicht gut genug gerade. Es ist nicht gut genug, um diese Liebe zu bekommen. Es muss so agieren, wie die Mutter es möchte. Dann ist es wieder gut genug. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt als erwachsene Personen versuchen, diese Verknüpfung, die wir da im Unterbewusstsein haben, wieder aufzulösen. Und zwar, indem wir uns wirklich eingestehen, ich bin es wert, ich bin gut genug, ich bin so richtig, wie ich bin und ich verdiene es, geliebt zu werden und ich verdiene Selbstliebe, ich verdiene es, mich selbst zu lieben, weil ich so, wie ich bin, richtig bin. Das Universum, im Universum gibt es kein, du hast es verdient oder du hast es nicht verdient. Das Universum gibt dir alles, was du brauchst. Es ist immer alles da, was du brauchst. Es ist nur in deinen Gedanken. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du an deinen Gedanken arbeitest erstmal,
um diese Selbstliebe wieder zu bekommen. Du musst deine Gedanken umswitchen. Ich verdiene es, glücklich zu sein. Ich verdiene es, Liebe zu haben, Liebe zu empfinden. Ich verdiene es, mich selbst zu lieben, damit eben diese Frequenz, die dadurch entsteht, auch zu dir zurückkommen kann. Das heißt, alles ist ja Schwingung. Wenn du diese Einstellung hast wieder, oh nein, es geht jetzt heute alles schief und ich verbock das wieder und irgendwie komme ich immer nur an die blöden Personen ran, ich finde nie Freunde etc., dann kannst du nicht vom Universum verlangen, dass es dir Freunde bringt, dass du alles richtig oder richtig machst, dass du im Flow bist, dass du diesen Job bekommst etc. Es ist so, wie wenn du jetzt einen Radiosender einschaltest. Wenn du den Sender 91,5 hören möchtest, aber 95,3 einschaltest, wirst du diesen Sender nicht empfangen können. Und dasselbe ist eben mit deinen Gedanken, mit deiner Einstellung. Und da ist eben der wichtigste Punkt die Selbstliebe. Ich möchte mit dir jetzt eine Übung machen, dass du ein Stück weit diese Verletzungen, diese Blockaden aus deiner Kindheit auflösen kannst. Und dazu bitte ich dich jetzt einfach, die Augen zu schließen und dreimal tief ein- und auszuatmen. Und es ist gut, dass meine Tochter jetzt hier mit spricht, denn genau darum geht es. Stell dir einen Ort vor, an dem du dich wohlfühlst, an dem du dich glücklich fühlst. Es kann ein Ort sein, den du schon kennst, wo du gerne bist, oder es kann auch ein ganz neu kreierter Ort sein. Du sollst dich dort einfach wohlfühlen, du sollst dich glücklich fühlen und einfach ganz entspannt sein. Und wenn du da bist, dann stell dich dort jetzt als Kind vor. Also so wie du als kleines Kind, ein, zwei, dreijähriges Kind warst. Und betrachte dieses Kind. Wie sieht es aus? Welche Gesten macht es? Sitzt es? Liegt es? Steht es? Und jetzt geh noch mal ein Stückchen näher ran. Stimmung dieses Kind ist. Und sprich dieses Kind jetzt mal an. Sag, hallo. Wie reagiert es? Und wenn du genau wahrgenommen hast, welche Stimmung dieses Kind jetzt hat, dann geh noch mal ein Stückchen näher und frag es, ob du dieses Kind jetzt umarmen darfst. Wenn es dich nicht lässt, dann versuch nichts zu forcieren, dann bleib einfach stehen. Wenn es dich lässt, dann umarme jetzt dieses Kind. Und sag, ich bin dankbar, dass es dich gibt. Sag dem Kind, du bist genau richtig, wie du bist. Alles steht dir zu im Leben. Ich liebe dich.
Und jetzt halte dieses Kind fest. Lass all die Liebe, die du hast, in dieses Kind einströmen. Und sollte dieses Kind dich eben nicht umarmen wollen, erstmal, dann sag all diese Sätze eben von der Ferne. Und schau, wie dieses Kind reagiert. Vielleicht, nachdem du das gesagt hast, wird es dann zulassen, dass es umarmt werden kann. Vielleicht wird es auch mit dir sprechen, so wie meine Tochter gerade. Vielleicht möchtest du dir etwas mitteilen. Schenke einfach diesem Kind, deinem Kind, dir, die vollste Aufmerksamkeit in diesem Moment und sage nochmal, ich liebe dich. Und wenn du das getan hast, dann verabschiede dich von dem Kind und sage ihm, du wirst bald wiederkommen. Und dann komm langsam wieder hier zurück in deinen Körper. Atme nochmal tief ein und aus. Und dann öffne deine Augen. Falls du Probleme hattest, das dir vorzustellen, diese Imagination, dann macht es nichts. Dann kannst du auch einfach ein Bild von dir nehmen, wie du als Kind ausgesehen hast, und einfach dieses Bild betrachten und dieses Bild fragen, dich also fragen, wie geht es dir da? Bist du glücklich? Bist du nicht glücklich? Und du solltest diese Übung in nächster Zeit vielleicht zweimal die Woche machen oder einmal die Woche zumindestens. Und immer schauen, wie dieses Kind weiter reagiert. Öffnet es sich mehr? Ist es vielleicht das nächste Mal, wenn es jetzt traurig war, ist es jetzt vielleicht glücklicher? In diesem Sinne, es wird noch weitere Videos zu dem Thema Selbstliebe geben, weil, wie ich schon gesagt habe, ist es für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, und ich widme mich jetzt auch wieder meiner Tochter. Die spricht jetzt mit mir. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, beziehungsweise ich freue mich immer wahnsinnig über Kommentare und über euer Feedback. Und schreibt euch bei meinem YouTube-Channel ein. Und bis dann. Macht's gut. Ciao.